Als die 14-jährige Annelie Winkelmann von der Schule nach Hause geht, wird sie von einem Mann verfolgt. Es ist allerdings kein Fremder, der sich an die Fersen des Mädchens geheftet hat und verzweifelt eine klärende Aussprache sucht. Annelie! Annelie, bitte hör mir zu! Lass mich! Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Du gehst nicht an dein Handy, du antwortest nicht auf meine SMS. Ich vermisse dich so. Ich bin auch dein Vater. Du bist nicht mehr mein Vater. Annelie! Annelie! Herr Vollender, hier ist Falk Winkelmann. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Falk Winkelmann will wieder Kontakt zu seiner Tochter haben und hat einen Anwalt eingeschaltet. Herr Winkelmann, guten Tag. Guten Tag, Herr Vollender. Das ist meine Freundin Dorothea Kottenbrock. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Möchten Sie auch was trinken? Na, danke, nein. Setzen Sie sich doch bitte. Gerne doch. Sie sind aber nicht Annelies Mutter, oder? Nein, das ist meine Ex-Frau Sonja Brandt. Wir haben uns vor ungefähr 2 Jahren getrennt. Oder besser gesagt, ich habe mich getrennt. Und seitdem hasst sie mich. Die Scheidung war ein Albtraum. Die hat ewig gedauert. Wir sind extra hier in den Stadtrand gezogen, um ihr aus dem Weg zu gehen. Die Scheidung ist seit ungefähr 4 Monaten durch. Und eigentlich teilen Sonja und ich uns das Sorgerecht für Annelie. Abgemacht war, dass meine Tochter jedes zweite Wochenende bei mir ist. Aber nichts ist. Sie reagiert nicht auf meine Anrufe. Sie beantwortet nicht meine SMS. Sie ignoriert mich komplett. Sonja erträgt es einfach nicht, dass Falk wieder glücklich ist. Sie hat ständig versucht, unsere Beziehung zu sabotieren. Tja, und jetzt sabotiert sie eben seine Beziehung zu seiner Tochter. Sie weigert sich sogar, den Unterhalt anzunehmen. Sie zahlen also zurzeit keinen Kindesunterhalt? Ja, bis zum heutigen Tage habe ich von meiner Ex-Frau noch keine gültige Kontonummer. Aber Falk packt das ganze Geld auf ein Sparkonto. Obwohl wir es im Moment selber gut gebrauchen könnten. Wir sind im 8. Monat. Ach, Schatz. Komm, setz dich doch. Ich mach das schon. Komm, setz dich. Du musst dich doch ein bisschen schonen. Ne? Natürlich will ich für meine Tochter auch bezahlen. Aber vor allem will ich sie sehen. Hallo, mein Schatz. Boah, ich bin total erledigt. Hast du schon was gegessen, mein Schatz? Nee, wir haben nichts mehr. Du wolltest doch jetzt noch einkaufen fahren. Stimmt. Habe ich total vergessen. Mensch, dann nimm mal Haferflocken oder so. Ich glaube, da ist noch was da. Mama, Papa war heute in der Schule. Was? Dieser Dreckskerl, was fällt dem ein? Der ist doch echt das Allerletzte. Was wollte er denn? Mama. Ach, erst schnappt er sich irgend so ein junges Flittchen und haut mit der ab. Und jetzt, wo wir unser Leben auf die Reihe gekriegt haben, irgendwie kommt er plötzlich daher und macht einen auf Happy Family oder was? Er war traurig. Traurig? Hier, das ist meine Tochter. Ein hübsches Mädchen. Ja, rechtlich ist es leider schwierig, bei Gericht ein Umgangsrecht durchzusetzen. Nachdem Annelie bereits 14 Jahre alt ist, hat sie dann Wörtchen mitzureden, wann und wie oft sie sieht. Da wäre es sicherlich gut, wenn sie ihren Unterhaltsverpflichtungen nachkommen. Aber ich kann doch Sonja nicht zwingen, mein Geld anzunehmen. Der Kindesunterhalt dient dem Wohl ihrer Tochter. Da kann die Mutter nicht einfach so darauf verzichten. Aber am wichtigsten ist es jetzt, dass sie zu ihrem Recht auf Umgang kommen. Ich vermisse sie so sehr. Ich habe mich doch von ihrer Mutter getrennt. Aber doch nicht von Annelie. Hast du dich schon mal gefragt, warum ich jeden Tag Doppelschichten schrubbe? Annelie, ich habe nicht vergessen einzukaufen. Ich habe einfach kein Geld mehr. Dein Vater hat mich mit der Scheidung komplett ruiniert. Nicht traurig sein, Mama. Wir schaffen das. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Rechnung bezahlen soll. Vielleicht müssen wir hier sogar ausziehen, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen kann. Ja, wo sollen wir denn dann hin? Wir finden schon was. Ich weiß es nicht, aber uns fällt was ein. Wir sind doch ein gutes Team. Und warum kann man seinem Papa nicht helfen? Ach, Annelie, dein Vater hat jetzt eine neue. Ich schätze, der gibt sein Geld lieber für die aus. Es tut mir leid, mein Schatz, aber
Wir sind ihm doch scheißegal. Als Falk am nächsten Tag mit seiner Freundin Dorothea vom Einkaufen nach Hause kommt, wartet in der Post eine böse Überraschung auf den 38-Jährigen. Ach Gott. Falk, wir haben viel zu viel eingekauft. Wer soll denn das alles essen? Ach Gott, du hast doch für zweimal eine Wische, hä? Okay, aber dann sag mir, wer das alles bezahlen soll. Wir hängen schon wieder knietief im Dispo. Keine Ahnung, uns wird schon was einfallen, aber gegessen werden muss. Und vielleicht erben wir heute eine Million von einem reichen Verwandten, den wir noch nicht kannten. Ja, klar. Was ist das? Sag mal, was wollen die denn von dir? Das ist ein Schreiben von einem Inkasso-Unternehmen. Ich soll 4.550 Euro bezahlen. Was? Wofür denn? Die geben mir 14 Tage Zeit, um Sonjas Mietschulden zu bezahlen. Anscheinend hat sie seit einem Jahr keine Miete mehr überwiesen. Ach. Und ich soll jetzt für den Zeitraum von vor der Scheidung aufkommen. Aber Falk, du hast da doch überhaupt nicht mehr gewohnt. Ihr wart doch getrennt. Wovon sollen wir das jetzt bitte bezahlen? Das weiß ich doch nicht, Doro! Schatz, Schatz, es tut mir leid. Komm, wir rufen Herrn Vorländer an. Er kann uns bestimmt helfen. Ich weiß gar nicht, was Sonja noch alles von mir verlangt. Ich will ja für meine Tochter bezahlen, aber 4.600 Euro? Wir wissen einfach nicht, wo wir das Geld hernehmen sollen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich so weit kommen konnte. Ich meine, Sonja geht doch arbeiten. Jetzt beruhigen Sie sich bitte. Wahrscheinlich weiß Ihre Ex-Frau nicht mal, dass Sie gerade für Ihre Schulden belangt werden sollen. Ich vermute mal, dass das Inkasso-Unternehmen ihre Daten herausgefunden hat und jetzt eben auf diese Weise versucht, an das Geld zu kommen. Aber ist das legal? Also, in diesem Fall müssen Sie nicht bezahlen. Zwar ist es grundsätzlich rechtens, wenn Gläubiger den Ehepartner für Schulden haftbar machen. Aber Ihre Ex-Frau hat diese Schulden gemacht bereits nach der offiziellen Trennung. Das heißt, Sie können nicht mehr haftbar gemacht werden. Aber die drohen doch mit einer Zwangsräumung. Das kann ich meiner Tochter nicht antun. Ich werde es mal versuchen, einen Zahlungsaufschub zu erwirken, um Zeit zu gewinnen. Um dann gemeinsam mit Ihrer Ex-Frau nach einer Lösung zu suchen. Herr Vorländer, wir haben kein Geld, um Sonja finanziell zu unterstützen. Doro, wir haben doch gar keine andere Wahl. Wenn ich dir jetzt nicht helfe und Annelie aus der Wohnung fliegt, die redet doch nie wieder mit mir. Wissen Sie, was mich wirklich wundert? Frau Brand steckt offensichtlich in extremen finanziellen Schwierigkeiten. Und trotzdem verweigert sie den Kindesunterhalt. Sind Sie sich sicher, dass zum Beispiel vom Gericht oder vom gegnerischen Anwalt wirklich keine Kontoverbindung mitgeteilt bekommen haben? Natürlich bin ich mir da sicher. Ansonsten hätte ich doch kein Sparbuch mit 1.336 Euro. Nach der Scheidung hat Sonja zu mir gesagt, dass ich für sie gestorben bin. Und das meinte sie wörtlich. Ich muss dringend mit Ihrer Ex-Frau sprechen. Und oberste Priorität muss jetzt sein, erstmal diese Zwangsräumung zu verhindern. Herr Winkelmann, ich tue alles dafür, dass wir hier eine Lösung finden, mit der alle leben können. Ich melde mich, ja? Christian Vorländer fährt zu dem Biergarten, in dem die Ex-Frau seines Mandanten arbeitet. Bis sich das Paar vor 4 Monaten scheiden ließ, waren sie bereits 2 Jahre getrennt. Bei Sonja sitzt der Schmerz aber immer noch tief. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Sind Sie alleine oder erwarten Sie noch weitere Gäste? Wie Sie sehen, es war Regen angesagt. Sie haben freie Platzwahl. Eigentlich möchte ich gar nicht was essen. Ich bin vielmehr hier, weil ich kurz mit einer Sonja Brand sprechen möchte, die hier arbeitet. Das bin ich. Um was geht es denn? Ist etwas mit Annelie? Nein, es ist nichts mit Ihrer Tochter. Mein Name ist Christian Vorländer. Ihr Ex-Mann, Falk Winkelmann, hat mich als Anwalt beauftragt. Ich hätte da ein paar Fragen wegen des Kindesunterhalts. Mit meinem Ex-Mann ist alles geklärt. Es gibt keinen Grund, mich bei der Arbeit zu stören. Ist hier alles in Ordnung? Ja, ja, alles gut, danke. Mein Ex-Mann und ich sind geschiedene Leute. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Da müssen Sie sich zumindest wegen des Kindesunterhalts und des Umgangs miteinander befassen.
Ich habe Falk meine besten Jahre geschenkt und er hat sich mit einer anderen aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich alleinerziehende Mutter und muss Geld verdienen. Ich bin auf diesen Job angewiesen. Wenn Sie also nichts bestellen wollen, dann gehen Sie. Frau Brandt, ich muss mit Ihnen sprechen. Wegen des Kindesunterhalts und wegen Annelies Umgang mit ihrem Vater. Ich muss gar nichts. Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb Falk jetzt plötzlich so eine Welle um Annelie macht. Vorher war ihm die Familie doch auch egal. Oder braucht er jetzt ein Kind, um einen auf perfekte Familie zu machen? Er ist Annelies Vater. Er hat mir alles genommen, was ich habe. Alles, woran ich geglaubt habe. Mein Kind bekommt er nicht. Das können Sie ihm sagen. Hallo, warten Sie mal kurz. Entschuldigung, ich habe gerade das Gespräch mitbekommen und wollte mich für meine Kollegin entschuldigen. Sie ist uns eigentlich sehr zuvorkommend. Ganz bestimmt. Hören Sie, die Scheidung war für Sonja der Horror. Und ihr Ex gibt einfach keine Ruhe und macht sie immer noch fertig. Will er ihr jetzt auch noch das Kind wegnehmen? Frau Neuer. Frau Neuer, das ist ja rührend, wie Sie sich um Ihre Kollegin sorgen. Aber glauben Sie mir eins, mein Mandant, der will niemandem etwas wegnehmen. Er will einfach nur seine Tochter sehen. Und das ist sein gutes Recht. Ach ja? Und was ist mit seinen Pflichten? Sonja arbeitet jeden Tag in Doppelschichten, nur um sich und Annelie irgendwie über Wasser zu halten. Und was macht dieses Schwein? Verbraß die Kohle mit seiner Neuen und stellt dann auch noch Forderungen? Mein Mandant ist durchaus bereit, Unterhalt zu zahlen. Ja, klar. Und Sie glauben das wahrscheinlich auch noch. Tina, ich brauch dich hier. Wir haben jetzt keine Zeit zum Quatschen. Okay. Sonja hat Falk wirklich geliebt. Sie hat es nicht verdient, so von ihm fertig gemacht zu werden. Bis jetzt hatte ich eigentlich keinen Grund, die Aussage meines Mandanten zu bezweifeln. Aber ich glaube, jetzt muss ich das mal ein bisschen überprüfen. Morgen wird mich mein Weg ins Familiengericht führen. Und da werde ich mir mal die Scheidungsakte der Winkelmanns ansehen. Und dort soll der Rechtsanwalt dann auch erfahren, dass sein Mandant ihm wirklich die Wahrheit gesagt hat und für seine Tochter zahlen wollte. Vielen Dank. Okay, wiederhören. Ich habe mir heute Morgen die Akte bei Gericht angeschaut. Und sie belegt eindeutig, dass mein Mandant bei der Scheidung dem festgesetzten Unterhalt von 334 Euro monatlich zugestimmt hat. Das allein hat noch nichts zu bedeuten, aber mein Telefonat mit dem Jugendamt gerade eben hat ergeben, dass es auch dort keinen Vermerk gibt, wonach es Probleme gab mit den Unterhaltszahlungen. Annelie ist jetzt die Einzige in dieser Dreiecksgeschichte, mit der ich noch nicht gesprochen habe. Und das werde ich jetzt ändern. Die 14-jährige Annelie wird auf dem Pausenhof von ihren Mitschülern gemobbt. Hey, mach dir keine Sorgen. Niemand wird dich auf der Klassenfahrt vermissen. Aber du wiederholst die Klasse ja sowieso. Vielleicht hat deine Mutter ja nächstes Jahr genug Kohle übrig, um dir die läppischen 200 Euro zu bezahlen. Hey, was ist hier los? Hä? Wer ist das denn? Das ist Christian Vorländer. Ich bin Anwalt. Und wer bist du? Alter, was wollen Sie von mir? Ich kann doch nichts dafür, dass Ihre Mutter so ein Loser ist und nicht mal 200 Euro für eine Klassenfahrt übrig hat. Voll peinlich. Voll peinlich? Voll peinlich findest du das, wenn man kein Geld hat? Ich sag dir mal, was voll peinlich ist. Wenn man seinen Kopf nicht zum Denken verwendet, sondern nur dafür, einmal im Monat zum Friseur zu gehen. An deiner Stelle würde ich jetzt mal ganz schnell versuchen, Land zu gewinnen. Und deine Freunde, die nimmst du am besten gleich mit. Denn ihr habt euch genauso schäbig verhalten. Weg mit euch! Komm. Das sind Idioten. Hör einfach nicht hin, wenn die versuchen, dich fertig zu machen. Wer sind Sie und was wollen Sie überhaupt? Ich bin Christian Vorländer, Anwalt. Dein Vater hat mich beauftragt. Er würde sich wahnsinnig freuen, wenn du ihn mal wieder besuchst. Er möchte gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Tja, dann hätte er sich nicht wegen einer jüngeren Tussi verpissen sollen. Pass mal auf, das ist doch ein Problem zwischen deinem Vater und deiner Mutter. Aber das ändert doch nichts daran, dass er Verantwortung für dich übernehmen möchte. Klar. Und deswegen kümmert sich meine Mutter auch um alles alleine. Ihr steckt doch in verdammt großen Schwierigkeiten. Warum lasst ihr euch nicht helfen? Ach, was wissen Sie denn schon? Naja, zum Beispiel, dass du an der Klassenfahrt nicht teilnehmen kannst. Und dass offenkundig deine Versetzung scheint auch gefährdet zu sein. Warum sonst hat die Mitschülerin gerade eben gesagt, dass du die Klasse ohnehin wiederholen musst? Ist es denn jetzt gesetzlich verboten, Mathe nicht zu kapieren oder was? Außerdem, auf die beschissene Klassenfahrt hatte ich sowieso keine Lust. Und übrigens, meine Mutter und ich kommen bestens alleine zurecht. So, jetzt können Sie meinem Vater ausrichten, dass er für mich gestorben ist. Annelie, es gibt bei den meisten Schulen Fördertöpfe, aus denen Kindern aus einkommensschwachen Familien die Klassenfahrt bezahlt werden kann.
Und wenn du die Klassenfahrt doch nicht so beschissen findest, wie du gerade sagst, dann sprich doch mal mit deinen Lehrern, damit deine Eltern einen entsprechenden Antrag ausfüllen können. Danke. Können Sie mal kurz da nach oben halten? Gerne. Annelie war doch immer eine gute Schülerin gewesen. Und jetzt schafft sie die Versetzung nicht? Ihre Ex-Frau behauptet, dass sie nie bereit waren, Unterhalt zu zahlen. Ihr ganzes Umfeld geht davon aus, dass sie ihr Leben mit Annelie finanziell alleine bestreiten muss. Das ist eine dreckige Lüge! Falk! Hören Sie, dann hätte ich ganz gerne eine Kopie von Ihrem Kontoauszug. Die können wir dann gleich beim Familiengericht mit einreichen, wenn ich das alleinige Sorgerecht beantrage. Alleiniges Sorgerecht? Aber das will ich doch gar nicht! Was willst du denn dann, hä? Du wirst mit Sonja keine friedliche Lösung finden. Und irgendeine Lösung muss her, sonst drehe ich noch durch. Aber wenn ich Sonja vor Gericht zerre, will Annelie doch überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben. Ihre Ex-Frau gefährdet das Wohl ihres gemeinsamen Kindes, solange sie sich weigert, ihr Geld anzunehmen. Ja, und dann verbietet sie ihnen auch noch ihren Umgang mit ihrer Tochter. Und sie sind nicht in der Lage, gemeinsam Entscheidungen zum Wohle ihrer Tochter zu treffen. So kann es doch nicht weitergehen, da braucht es doch eine Lösung. Aber eine Klage? Das macht doch alles nur noch schlimmer. Ach komm, schlimmer kann es doch gar nicht mehr werden. Vielleicht kann ich Sonja gnädig stimmen, indem ich ihre Mietschulden bezahle. Ich meine, bevor Annelie auf der Straße landet, nehme ich lieber einen Kredit auf. Ein Kredit? Über fast 4.600 Euro, ja? Wovon willst du den denn bezahlen? Falk, ganz ehrlich, ich verstehe es, dass du dich um deine Tochter sorgst. Aber ich bekomme in 2 Monaten auch ein Baby. Mich gibt es auch noch. Winkelmann, ich glaube Ihnen ja, dass Sie nur das Beste für Annelie wollen. Aber ein Kredit löst das Problem nicht. Und Ihrer Tochter ist mit 2 überschuldeten Eltern auch nicht geholfen. Schatz, wo willst du hin? Ich dachte, wir bauen die Wiege für das Baby fertig. Ja, später. Jetzt brauche ich erstmal einen Moment meine Ruhe und ein bisschen frische Luft. Entschuldigen Sie. Dorothea hat sich auf den Weg zur Wohnung von Falks Ex-Frau gemacht. Die ehemalige Küchenhilfe leidet unter der angespannten Situation und will mit Sonja reden. Im letzten Moment kommen ihr jedoch Zweifel. Hallo Sonja. Ich dachte, wir beide könnten vielleicht mal miteinander reden. Was fällt dir ein? Du hast meine Familie zerstört. Wie kommst du auf die Idee, dass ich mit dir reden will? Sonja, so wie die Situation im Moment ist, ist sie doch für uns alle nicht schön. Och, du hast doch alles, was du wolltest. Du hast meinen Mann. Offensichtlich kriegt ihr jetzt noch ein Kind. Jetzt könnt ihr ja die perfekte Familie spielen. Wieso könnt ihr mich und meine Tochter nicht einfach in Ruhe lassen? Sonja, es tut mir leid. Ach, halt die Klappe! Ich will deine falschen Entschuldigungen nicht anhören. Geh mir aus dem Weg. Ich muss zur Arbeit. Ich habe nämlich keinen Mann, der mich durchfüttert und mir ein schönes Leben finanziert. Falk und ich kommen doch kaum über die Runden. Der hätte sich halt vorher überlegen sollen, ob er sich eine zweite Familie leisten kann. Auch der Anwalt will noch einmal das Gespräch mit Sonja suchen und trifft dort zu seiner Überraschung auf Dorothea. Frau Kottenbrock, was machen Sie denn hier? Ich glaube, ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Was ist passiert? Waren Sie etwa bei Frau Brandt? Ja, ich wollte sie zur Vernunft bringen. Ich wollte mit ihr reden, aber sie hat mich einfach stehen lassen. Sie müssen mir vertrauen. Ich kümmere mich doch um die Angelegenheit. Bitte unterlassen Sie in Zukunft solche Alleingänge. Okay, also jetzt gehe ich da mal hin und versuche zu retten, was zu retten ist. Und Sie fahren jetzt bitte nach Hause. Sonja ist zur Arbeit gefahren, die ist nicht mehr zu Hause. Sind Sie mit dem Auto da? Ich bin gelaufen. Zu Fuß? Sie sind im 8. Monat schwanger. Unser Auto ist gerade in der Werkstatt und wir haben im Moment kein Geld, die Reparatur zu bezahlen. Ich glaube, so schnell werden wir unser Auto nicht wieder haben. Meine Güte. Wir müssen dringend Ordnung in Ihr Leben bringen. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause, bevor ich mit der Frau Brandt spreche. Danke. Wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich habe mit Sonja gesprochen. Ich halte es einfach nicht mehr aus, Falk. Das kann doch so nicht weitergehen.
Ja, ich weiß, dass es eine doofe Idee war. Aber ich dachte eben so ein Gespräch von Frau zu Frau, das könnte was bewegen. Von Frau zu Frau? Sag mal, Doro, hast du sie noch alle? Hat sie gesehen, dass du schwanger bist? Sag mal, willst du mich veräppeln? Das ist doch nicht zu übersehen. Ganz ehrlich, ich habe langsam keine Lust mehr, ständig diesen Eiertanz um deine Ex zu veranstalten. Wer ist dir wichtiger, deine Ex-Frau oder ich? Du! Aber ich habe gerade genug Ärger am Hals und kann mir keine weiteren Probleme mehr leisten. Und wenn Annelie jetzt erfährt, dass ich wieder Vater werde... Schatz, es tut mir leid. Ich weiß doch, dass du nur helfen wolltest. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, Annelie von dem Baby zu erzählen. Ich will nicht, dass sie das in den falschen Hals bekommt. Ich liebe dich und ich stehe immer an deiner Seite. Wir haben zusammen deine Trennung gemeistert und deine Scheidung. Aber langsam kann ich einfach nicht mehr. Jetzt bin ich auch mal dran. Wir haben uns doch so auf das Baby gefreut und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das Baby und ich dir völlig egal sind. Du hast recht. Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich doch die letzten Monate gar nicht überstanden. Ihr seid mein einziger Trost. Ich werde die Sache mit Sonja ein für alle Mal beenden. Ich werde Herrn Vorländer gleich sagen, dass wir Annelie zu uns holen wollen. Wenn es sein muss, auch gerichtlich. Christian Vorländer sucht das Gespräch mit der Ex-Frau seines Mandanten. Denn Sonja Brandt trägt den Scheidungskrieg auf dem Rücken ihrer Tochter aus. Frau Brandt, Sie sollten mir kurz zuhören. Ansonsten stehen wir uns das nächste Mal bei Gericht gegenüber. Drohen Sie mir etwa? Überhaupt nicht. Ich weise Sie nur auf die Konsequenzen hin, wenn Sie nicht endlich anfangen, im Interesse Ihrer Tochter zu handeln. Und was werfen Sie mir vor? Ich tue alles für meine Tochter. Ich mache Hausaufgaben mit ihr, manage den Alltag, plane Kindergeburtstage. Ich gehe nach dem Kellnerjob sogar noch putzen. Ich organisiere unser Leben. Ich glaube, dass Sie das Verhältnis zwischen Ihrem Ex-Mann und Ihrer Tochter sabotieren. Herr Winkelmann soll nach und nach aus dem Leben seiner Tochter verschwinden. Mein Ex-Mann hat mich verlassen, obwohl ich ihn geliebt habe, obwohl ich alles für ihn getan habe. Und jetzt kommt er daher und will plötzlich einen auf Super-Weekend-Daddy machen? Mein Mandant handelt im Interesse ihrer gemeinsamen Tochter. Annelie geht es nicht gut. Und wenn das so weitergeht, dann wird das schwere Folgen für sie haben. Sie können ja nicht mal mehr die Miete bezahlen. Woher wissen Sie das? Das hat mein Mandant erfahren. Er wurde zur Zahlung aufgefordert. Hören Sie, normalerweise werden wir Anwälte beauftragt, wenn kein Unterhalt bezahlt wird. Aber Ihr Ex-Mann, der will zahlen. Herr Vorländer, jede Geschichte hat zwei Seiten. Wenn Sie glauben, dass Falk für Annelie sorgen will, dann haben Sie sich geschnitten. Hören Sie zu. Ihr Ex-Mann hat mich eigentlich lediglich beauftragt, für das Umgangsrecht mit seiner Tochter zu sorgen. Aber wenn Sie nicht endlich anfangen, mit ihm zusammenzuarbeiten, dann werden wir als nächstes das alleinige Sorgerecht beantragen müssen. Annelie ist die einzige Familie, die ich habe. Und die lasse ich mir nicht wegnehmen. Niemand will Ihnen Ihre Tochter wegnehmen. Lassen Sie uns doch bitte diesen Streit außergerichtlich beilegen. Mit dem Unterhalt, den Sie offensichtlich verweigern, könnten Sie einen Teil Ihrer Schulden bezahlen. Und dann wäre das Wohl von Annelie nicht weiter in Gefahr. Wie verweigern? Mama, ich dachte, Papa zahlt nicht. Annelie, das ist ein Missverständnis. Hör zu! Annelie! Sind Sie jetzt zufrieden? Frau Brandt, Sie tragen den Schmerz und die Enttäuschung über Ihre Trennung auf dem Rücken Ihrer Tochter aus. Ach, was wissen Sie denn schon? Verschwinden Sie und lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Ich will nur, dass Sie an das Wohl Ihrer Tochter denken. Auf Wiedersehen.